Hallo ihr Lieben, heute geht es mal um die richtigen Sommeraccessoires. Denn ganz ehrlich, Sommer macht so viel Bock und Laune auf schöne Outfits mit allem drum und dran. Aber es ist ein bisschen was anderes, ob Sommer ist oder Winter. Also auch Schmuck kann warm und heavy wirken oder kann ganz leicht und sommerlich wirken. Und da dürft ihr mal genauer hinschauen und ich gebe euch mal kleine Tipps und Tricks zu den Stilrichtungen. Weil auch natürlich Schmuck, wie jedes Kleidungsstück, was wir haben, hat nicht nur eine Farbe und eine Form, sondern auch einen Stil und ein Image. Da ist zum Beispiel hier der bisschen Hippie-Look, Ibiza, was auch immer, Strand-Look, gute Laune zum Anziehen. Ganz ehrlich, mit so Ohrringen kann man auch ein ganz schlichtes, basic-mäßiges Outfit ein bisschen aufpimpen. Passt jetzt aber nicht so zu einem strengen Look, sondern muss schon ein Kleid sein oder irgendwas, was sommerlich ist. Passt jetzt nicht zu dicken Winterrollis. Und ne, auch da, zum Beispiel bei Ohrringen, jedes Ding, was so ein Hingucker ist, was größer ist, darf nicht erschlagen werden mit noch einer riesen plumpen Kette. Das heißt, da müsst ihr hingucken, wenn ich zum Beispiel solche Ohrringe trage, in Roségold, die wirklich perfekt sind und schön und jemanden schön leuchten lassen, der einen warmen Hautton hat, wunderbar. Oder auch mega cool, mein Favorite sind natürlich auch so, ne, so Ohrringe in Lindtönen, die auch wirklich bei blassen Ladies ganz schön aussehen. Aber ganz ehrlich, nicht mischen und totschlagen, aber auch mit einer Statement-Kette. Statement-Kette, ja, ist schön, auch zu einem ganz schlichten Look, ganz schlichtes T-Shirt, schlichtes Kleid. Aber erschlagt das eine nicht mit dem anderen. Denn wenn ihr schon eine Information mitteilt, dann ist es schöner, wenn das wirken kann und einen Raum hat dafür. Und ganz ehrlich, im Sommer ist es viel schöner, sich an die filigranen Dinge zu halten. Also die kleinteiligen, filigraneren Teile als so große, große Schmuckklunker, wenn es ins Gold geht. Gold oder was auch immer. Kreolen, was leicht ist, ist auch okay und das ist ja auch wieder viel luftig. Aber wirklich guckt, echt, da sind so Kleinigkeiten, so kleine Sternchen gehen immer. Echt eine Alternative zu den Perlen. Perlen ist nicht immer schön, sondern Perlen machen wirklich ein bisschen älter. Geht gar nicht. Oder auch zum Beispiel sowas ist zu heavy für den Sommer. Ne? Das ist so eine klassische Breakfast at Tiffany's Ohrringlösung. Aber das könnt ihr cool im Winter noch tragen, müsst ihr jetzt nicht im Sommer machen. Oder auch zum Beispiel solche ganz schönen, so ein bisschen designermäßig, herrlich. Damit könnt ihr auch wirklich schön im Sommer trumpfen und guckt, dass ihr es nicht überladet. Also wenn ihr große Ohrringe habt, dann nicht noch eine große Kette. Also ich hoffe, ich kann euch ein bisschen weiterhelfen. Bis bald. Ciao.